In naher Zukunft werden Sie einige Beiträge auf diesem Kanal von mir erfahren. Und dabei ist es mir auch wichtig, dass ich aus meinem Erfahrungsschatz Ihnen etwas präsentiere, das auch Ihnen weiterhilft, die ein oder andere Lebensfrage etwas unterschiedlich zu bewerten. Mein Name ist Volkmar Stankier. Ich bin seit 30 Jahren selbstständig, bin Unternehmensberater, bin Fachbuchautor, habe also insgesamt 12 Veröffentlichungen und bin auch noch Journalist. Was meinen Beruf anbelangt, habe ich zwei starke Säulen. Das ist einmal der Bereich Kommunikation und der andere Bereich Management. Wobei gerade auch im Bereich Kommunikation natürlich auch ganz stark hier Lebensgewohnheiten, Lebenshilfen meinerseits angeboten werden. Und auf der Managementseite sind es zum Beispiel Performance Management, Change Management oder auch Konsequenz Management. Vom Grundsatz her ist mir wichtig, dass ich immer wieder einen ganzheitlichen Ansatz biete. Und deswegen achte ich auch darauf, dass nicht nur das Fachliche erfasst werden, sondern natürlich auch sagen wir, eine gewisse Lebensfreude irgendwo erkennbar wird oder dass Menschen auch, sagen wir mal, mit einem positiven Aspekt in die Zukunft schauen und alles, was damit zusammenhängt. Meine stärksten Partner in den zurückliegenden Jahren waren zum Beispiel die BASF mit den verschiedensten Standorten in Deutschland oder so ein schwedischer Konzern, Assa Abloy, dann Novenkar Interieur unten in Vorbach und natürlich verschiedene andere. Und die Themen, die ich im Allgemeinen behandle, sind immer auf das ganzheitliche System aufgebaut und insofern werden auch meine Filme, die ich jetzt hier entwickeln werde und auch möchte, sind natürlich ganz stark ausgerichtet, die Erfahrungen unterzubringen, die Ihnen helfen, die Sie unterstützen oder die einfach mal bei Ihnen Gedanken anregen, ja, wie kann ich mein Leben vielleicht ein bisschen unterschiedlich gestalten? Ja, für mich ist zum Beispiel der Begriff Freiheit etwas sehr Wesentliches. Wie kann ich frei sein? Das bedeutet zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall auch eine gewisse Anforderung an mich stelle, die möglicherweise etwas höher liegt, als das Umfeld von mir erwartet. Und insofern, ja, wie kann ich frei sein? Wie kann ich erfolgreich sein? Wie kann ich einen Lebensweg gehen, in dem ich eine sehr positive Resonanz aus meinem Umfeld erfahre? Wie muss ich mich benehmen in bestimmten Situationen? Wie muss ich mich einbringen? Wie kann ich auch in meinem Beruf eine gewisse Erfolgsleiter entwickeln oder auf jeden Fall etwas erfahren, was mich auch glücklich macht am Arbeitsplatz und alles, was damit zusammenhängt? Also das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass ich auch das, was ich von anderen Menschen erfahren habe, dass ich das weitergebe und natürlich für jeden, der einen Film von mir anschaut, auch die Chance hat, etwas für sich zu lernen, an diesem Ganzen zu partizipieren, was ihn persönlich weiterbringt und was ihm Mut macht, was auch seine Kreativität anregt oder dass er auch mal bereit ist, auf einen Konflikt zuzugehen oder vielleicht auch mal den Mut findet, etwas zu widersprechen. Oder wie kann ich auch mit Kollegen nochmal anders umgehen, mit Nachbarn oder vielleicht auch mit meinen Eltern. Ja, das ist doch so. Oft haben wir doch einfach Brabbel mit den Eltern, weil die eine andere Meinung haben, eine andere Erfahrung haben, wie ich persönlich. Und alles das werde ich in diesen Filmen unterbringen, sodass Sie einen Erfahrungsschatz gewinnen, der Ihnen hilft, ein glückliches und natürlich auch ein erfolgreiches Leben zu führen.